Hallo und herzlich willkommen bei den News von OSF 1. Nach dem Unfall auf dem Flugplatz Atterheide ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Ein 20-jähriger Angestellter einer Flugzeugwerft war am Montag bei Arbeiten an einem Flugzeug auf dem Atterflugplatz ums Leben gekommen. Der Auszubildende geriet bei Reparaturarbeiten an einer Maschine des Herstellers Beechcraft in den Propeller der einmotorigen Maschine und wurde dabei tödlich verletzt. Die am Montag erfolgte Obduktion ergab, dass der 20-Jährige durch einen Schlag des Propellers getötet wurde. Spurenexperten des Zentralen Kriminaldienstes sicherten alle vorhandenen und verwertbaren Spuren. Ein Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes war ebenfalls vor Ort. Die derzeitige kriminalistische Arbeit konzentriert sich auf Zeugenvernehmungen. Es wird geprüft, ob Unfallverhütungsvorschriften verletzt wurden. Das Geschehen ist noch immer unklar. Der Marktplatz Osnabrück feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Die von der Sparkasse Osnabrück herausgegebene Internetseite stellt ihr Jubiläum in den Dienst einer guten Sache und möchte dafür auf eine große Feier verzichten. Gemeinsam mit der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück sammeln sie Spenden für die integrative Kindereinrichtung Wasserwerk, die im kommenden Sommer im Osnabrücker Stadtteil Schinkel ans Netz gehen wird. Die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück wird die Tageseinrichtung im alten Wasserwerk an der Mindener Straße betreiben. Es werden 55 Plätze für Kinder mit und ohne Förderbedarf geschaffen, wobei unter dem Dach des Wasserwerks zahlreiche Betreuungs- und Förderangebote nach einem besonderen Konzept vernetzt werden. Während der Adventszeit schenkt die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus Heißgetränke aus. Der Erlös geht unter anderem an die neu geplante Einrichtung Wasserwerk. Betrieben wird diese Aktion durch ehrenamtliche Mitarbeiter, die dafür gerne ihre Dienste leisten. Herr Böckmann, Sie sind Geschäftsführer von der Heilpädagogischen Hilfe. Erklären Sie uns doch mal, wofür ist das Geld der Spendenaktion, wofür ist es vorgesehen? Wir werden nächsten Sommer das Wasserwerk, das sogenannte Wasserwerk, als Kindertageseinrichtungen betreiben. Das Gebäude gehört der Stadt. Wir sind nun in der Konkretisierung des ganzen Projektes. Und dort soll mit diesem Geld zusätzliches Förder- und Therapiematerial gekauft werden. Okay, Sie haben ja hier selber von der Heilpädagogischen Hilfe zwei Stände. Aber der Erlös des Verkaufs geht nicht direkt an das Projekt. Erklären Sie mal kurz. Dieses sind traditionelle Stände, gerade aktuell neu überarbeitet. Und dort arbeiten nur ehrenamtliche Mitarbeiter. Und das, was wir eben einsparen an Personalkosten, ist ein besonders guter Erlös für unsere Arbeit generell in der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück. Okay, und dann stehen hier dann an den Ständen noch Spendenboxen, wo die Leute dann explizit für das Projekt Wasserwerk spenden können. Ganz genau. Und das sind zusätzliche Spenden, die gezielt für das Wasserwerk sind. Okay. Zusammen mit dem Marktplatz Osnabrücker Land wurden diese Spendendosen gestaltet und an den Ständen für jedermann sichtbar aufgestellt. Doch warum fördert das Internetportal gerade diese Einrichtung? Es verfolgt einen integrativen Ansatz. Es sind behinderte und nicht behinderte Kinder, die da zusammen erzogen werden. Es gibt auch einen sehr tollen Ansatz, nicht deutschsprachige Eltern in die Arbeit mit einzubeziehen. Uns hat das wirklich sehr überzeugt und das fanden wir viel besser als eine übliche Feier zu machen. Auch Kinder aus der Sprachheil-Kindergruppe an der Schützenstraße im Schinkel werden in Zukunft das Wasserwerk besuchen. Annette Kobbelikam, die Leiterin dieser Einrichtung, freut sich jetzt schon auf die neuen Räume. Ich freue mich total, dass es jetzt im nächsten Sommer mit dem Wasserwerk starten kann. Wir haben hier die Krippengruppe, den Regenbogen-Kindergarten, ja seit letztes Jahr im Sommer in Betrieb. Und die Kinder, die hier sind, die warten anteilig wirklich jetzt schon und die Eltern auch, dass es weitergehen kann in der Gruppe für die Größeren. Hier sind die Kinder von 0 bis 3 und dann geht es im Wasserwerk ja weiter mit Kindern von 3 bis 6, da geht es bis zur Einschulung weiter. Aber auch da werden wir eine Krippengruppe, also für die Lütten, was vorhalten. Das soll da auch von 0 bis 6 sein, das Angebot. Wir freuen uns auf finanzielle Unterstützung. Die haben wir natürlich nötig, weil die Gelder immer knapp sind, das ist ganz klar. Und natürlich werden wir grundlegend die Ausstattung auch bekommen. Aber für alles, was mehr angeschafft werden kann, im Sinne unserer Kinder, freuen wir uns natürlich total. Und dass sich da der Marktplatz Osnabrück und Landkreis Osnabrück angeboten hat, für uns zu sammeln und auf seine 10-jährige Feier dafür zu verzichten, damit unsere Kinder dann wirklich nochmal besondere Angebote kriegen können. Da freuen wir uns enorm drüber. Und vielleicht geht das auf dem Weihnachtsmarkt jetzt ja auch wirklich so gut, dass wir sagen können, wir können wirklich super tolle Sachen dafür anschaffen. Für die neue Kindereinrichtung Wasserwerk sind momentan noch Plätze frei. Unter os-hho.de findet ihr die richtigen Ansprechpartner.
Wer für das Projekt Wasserwerk seinen Beitrag leisten möchte, kann noch bis Anfang Januar auf das Konto der Sparkasse Osnabrück eine Spende überweisen. Die Kinder werden es euch danken. Am Dienstag fand im Amtszimmer des Osnabrücker Rathauses ein Treffen zwischen Oberbürgermeister Boris Pistorius und Bürgermeister Guido Halfter der Gemeinde Bissendorf statt. Der Rat der Stadt Osnabrück und der Gemeinde Bissendorf haben Anfang Dezember einem Vertrag zugestimmt, der die Einleitung, Übernahme und Behandlung von Abwasser des Baugebietes Nattberger Heide der Gemeinde Bissendorf durch die Anlagen der Stadt Osnabrück regelt. Dieser Vertrag konnte an diesem Tag zur Freude beider Parteien unterzeichnet werden. Das Baugebiet Nattberger Heide liegt in unmittelbarer Nähe zur Osnabrücker Stadtgrenze und ist von daher gut geeignet, mit geringem technischen Aufwand den Anschluss an das Abwasserbeseitigungsnetz der Stadt Osnabrück zu gewährleisten. Doch welche Vorteile entstehen durch diese Entscheidung? Wir als Gemeinde Bissendorf sparen immense Investitionskosten. Die Stadt kann durch diese partnerschaftliche Beziehung eine bessere Auslastung ihrer Anlagen erreichen. Und unterm Strich ist das wirklich eine sehr gute, gewinnbringende Situation für beide Beteiligten. Das Projekt ist ein vorbildliches Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Osnabrück und einer Nachbargemeinde. Die Landesgartenschau 2010 in Bad Essen wird nicht nur für die Besucher eine Riesenfreude. Auch regionale Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen profitieren schon jetzt von dem zukünftigen Besuchermagneten. Gestern trafen sich Offizielle der Gartenschau mit Vertretern der regionalen Wirtschaft zu einem Fototermin an der Baustelle am Sohlebad Bad Essen, wo schon fleißig gebaut wird. Dr. Reinhold Kassing, erster Kreisrat im Landkreis Osnabrück, bezeichnete die vermehrte Auftragsvergabe mit einem kleinen Augenzwinkern als Konjunkturpaket 3 für hiesige Unternehmen. Der investive Aufwand der Gemeinde liegt bei rund 2,8 Millionen Euro, wobei die Hälfte vom Land Niedersachsen und der EU gefördert wird. 80% dieser Summe wurde bereits in Liefer- und Bauaufträgen vergeben. Unternehmen aus einem Umkreis von 100 Kilometern erhielten 2/3 dieser Aufträge. Günter Hameyer, Bürgermeister von Bad Essen und Aufsichtsratsvorsitzender der Landesgartenschau, meint, dass damit durchaus regionale Mittelstandsförderung betrieben werde. Die Tourismuswirtschaft werde ebenso von der Landesgartenschau profitieren, so Hameyer. Das Informations- und Beratungsprogramm der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit dem Titel Haus sanieren, profitieren ist von der DENA mit dem neuen Label Good Practice Energieeffizienz ausgezeichnet worden. Zur Begründung heißt es unter anderem, die Kampagne gebe Hausbesitzern kostenfrei eine grobe Orientierung über das Einsparpotenzial ihres Hauses. Die Deutsche Energieagentur GmbH, kurz DENA, und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, kurz DBU, haben eins gemeinsam: hinter ihnen steht der Bund. Die Auszeichnung bleibt damit sozusagen in der Familie. Das waren die News von heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Tschüss.